an mit so einer kleinen Klinik. Also eine Klinik ist, wir zeigen einfach mal Schläge, was man mit dem Golfball alles so machen kann. Wie die das machen. Was die mit dem Golfball machen. Wir lassen den Ball erstmal ein bisschen durch die Luft kreisen. Und Florian und der Bene, die zeigen das jetzt. Ihr könnt gerne einfach mal machen, oder was? Einfach mal machen. Ich würde sagen, mit welchem Schläger wollen wir das machen? Welche Schläger? Welche möchtet ihr sehen? Worauf habt ihr Lust? Treiber? Ja. Treiber, gut, dann. Okay, also wir fangen mal an. Der Bene zeigt mal ein Draw. Guckt gut hin, damit ihr den auch sehen könnt. Und die sollen das erraten? Nein, machen, dann sag's nicht. Mal sehen, ob wir ihn erraten. Okay, alles klar. Dürft ihr die beiden Jungs jetzt mal mit Fragen bombardieren? Ja. Esther? Ja, komm an, Leonie, hau raus. Leonie, hau raus. Okay. Wie war es für euch in der Schule? Also in der Schule? Ja. Ja, das war echt ein spannendes Thema. Ich bin damals immer nach der Schule in den 44er-Bus gestiegen in München. Ich komme aus München, bin dann irgendwie zu irgendeiner Haltestelle da um und dann nach Engelschalking auf den Golfplatz. Und das war ganz ehrlich am Anfang nicht ganz so einfach, weil als Golf, jeder spielt halt Fußball oder irgendwas anderes, deswegen mit Golf war es nicht ganz so einfach. Man stand halt immer da so ein bisschen besonders in der Schule. Aber was witzig ist, viele Klassenkameraden von damals, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, die spielen jetzt alle Golf. Am Ende finden sie alle zum Golf, früher oder später. Da habt ihr einen Vorteil und könnt denen dann eher die Getränke besiegen und holen, ne? In der Runde. Also bleibt dabei. Wollt ihr schon immer Golfprofi werden? Also nicht immer, ne? Also am Anfang wollte ich schon mehr beim Fußball bleiben. Ich war ein sehr guter Torwart. Aber als mein Vater mich dann nach Karl mitgenommen hat, da haben wir einen Freund von uns besucht. Da stand ich außerhalb der Seile und da sah ich Tiger Woods und die ganzen guten Golfer. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Da habe ich gesagt, nee, also ich möchte hier nicht stehen, ich möchte eher hinter den Seilen stehen, am Abschlag, dann mit den ganzen Zuschauern Golf spielen. Und ab da habe ich eigentlich so begonnen, darüber nachzudenken, Golfprofi zu werden. Das war mit 10, ja. Bei mir war es ein bisschen anders. Vielleicht der eine oder andere von euch kennt das. Ihr habt vielleicht eine Sportart oder ihr spielt ein Musikinstrument oder macht irgendetwas, was ihr eigentlich ganz gut könnt. Und dann passiert es ja recht schnell, dass dann die Menschen, die um euch herum sind, vielleicht darauf auf euch zukommen und sagen, hey, das musst du unbedingt weitermachen, das scheinst du ja ganz gut zu können. Hat das der ein oder andere von euch schon gehabt? Vielleicht mit in die Förderung oder vielleicht mal, hey, lass uns jetzt mehr auf den Golfplatz gehen oder mehr Klavier spielen. Auf jeden Fall, so ging es bei mir weiter los. Am Anfang war es einfach nur etwas, was ich gerne gemacht habe. Ja, ganz ehrlich, die meiste Zeit in meiner Jugend auf dem Golfplatz habe ich eher mit
Computerspielen verbracht. Da waren Freunde von mir, die neben dem 17er Loch gewohnt haben, und da haben wir dann immer Eurofighter 2000 gespielt am Computer. Aber das führte halt dazu, dass ich halt einfach sehr viel Zeit auf dem Golfplatz verbrachte. Und dann haben wir auch irgendwann mal ein bisschen Golf gespielt. Und so war es anfangs so, dass es halt einfach ein Zeitvertreib war. Und erst mit der Zeit entwickelte sich die Idee, dass, hey, wenn ich das jetzt auch für den Rest meines Lebens machen kann, ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Und so kam es dazu, dass ich jetzt inzwischen in meinem 8. Jahr als Profi tätig bin. Und ich finde es ganz cool, dass ich jetzt 19 Jahre später weiter mit diesem Sport mein Geld verdienen kann und ein Leben führen kann.